Okay, Leute. Ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Rubin. Mein Part ist mal wieder dran. Und warum hat Jan mich in dem Team rausgelassen? Er hat mir gesagt, okay, Schwalbus schläft. Können wir irgendwas Neues? Schauen wir mal ganz kurz. Ach, geh doch. Warum? Jetzt, okay, gut. Nein! So, jetzt. Gut, Fassade für die Flügelschlag. Ruckzuckheb, okay. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Okay. Eisenschweif, Felsgrab, Zerschneider, Zertrümmerer. Ich glaube, das war auch nichts Neues. Hitzekoller, Glut, Intensität, Steinhagel, hat auch noch nichts Neues gelernt. Psychokinese, Donnerblitz, ja, müsste immer noch das gleiche sein. Okay. Ne, dürfte eigentlich alles noch beim Alten gewesen sein. Na, okay. Schwalbus ist am Schlafen. Schauen wir mal, haben wir irgendwas, das wir... Nein, natürlich nicht. Oder habe ich jetzt irgendwas überlesen? Nein, okay, gut. Wo hat mich dann rausgelassen? Okay. Irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, wo wir sind. Ich nehme Camerupt nach vorne. Der muss auch noch ein bisschen gelevelt werden. Okay, das hat Jan noch nicht gemacht. Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Du weißt schon, dass die Welt rund ist und keine Ecken besitzt. Aber, okay. Gentleman Abraham. Abraham Bebraham. Okay, Voltenso gegen Camerupt. Dann benutzen wir doch mal Intensität. 9, das reicht voll und ganz. Tschüss, Voltenso. Genau. Tschüss, Camerupt. Gut. Passt. So. Camerupt erreicht Level 34. Na super, was gibt's hier für Pokémon? Oh, ein Zwirrlicht. Aus dem könnten wir uns ein Zwirrfinst machen, Geist-Pokémon. Ah, ich greife es einfach mal mit Hitzekoller an. Wenn es überlebt, dann fange ich es. Wenn es nicht, dann... hat's Pech gehabt. Ja, hat Pech gehabt. Hitzekoller ist zu stark. So. Bisschen EP dazu. Sapphire hat Carbon gefunden. Glut macht. Nee. Wir lassen die. Camerupt. Ich habe meine Pokémon schon im Kopf. Die ich krieg. Wenn, dann soll es sich ja anders fangen. Ganz einfach. So. Das wäre eigentlich ein ziemlich guter Tausch gegen Sengo. Auch wenn Sengo sehr stark ist. So, hat Jan gegen die da oben schon gekämpft? Oh, ein Myrapler. Oh, süß. Komm, tschüss. Ja, Sengo ist zwar... Was zur Hölle? Wie schwach ist Glut, bitte? Okay, ja, Sengo ist zwar relativ stark, aber... Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Normal-Pokémon. Das wäre dann eher ein Geist-Typ. Mir lieber. Beziehungsweise ist nicht Zwirrfinst sogar Geist und Licht? Ich weiß es gar nicht. Okay. Möchtest du mit meinem wunderhübschen Pokémon spielen? Also, möchtest du mit meinem wunderhübschen Pokémon spielen? Hey, spiel mit ihm! Komm, mach! Pikachu! Pikachu wird gleich sterben! Intensität! Aber es ist schnell. Ja, eine 7 müsste eigentlich reichen. Intensität ist so ein Spiel mit dem Feuer. Versteht ihr? Feuer, Camerupt und... Ne, egal. So habe ich das aber nicht gemeint! Ich sag das Spiel, nicht töten! Da unten sind Bären. Und ein Pokémon. Wow, wow, ein Zickzacks. Das brauchen wir ja auch so dringend. Klar. So, jetzt hier unten. Die Bären schnell sammeln. Die Nana-Bären. Oh. So. 3 Nana-Bären. Möchtest du die Nana-Bären pflücken? Ja, möchte ich.
Okay. Und jetzt geht's weiter nach... Was war das? Ich hab's gerade nicht lesen können. Komm. Segrasulb City. Ah, Segrasulb City. Okay. Wo das Land endet und das Meer beginnt. So, was sagst du mir denn? Ich komme aus Kanto. Die Höhenregion ist wunderschön mit all dem Wasser und dem Grün. Hey, warte mal. Ob es seltene Pokémon gibt, die nur in dieser Region leben? Du Held. Hast du die seltsame Höhle in der Bucht am Ende des Ortes gesehen? Nein, noch nicht. So, ich gehe erstmal ins Pokémon Center, damit mein Schwalbus aufwacht. Warum haben sie es einschläfern lassen? Mann! Okay, das hört sich falsch an. Aber okay. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. So, hallo? Was sagt ihr mir? Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es in der Welt wohl gibt. Es muss toll sein, die Meere überqueren und Pokémon mit Leuten zu tauschen, die weit weg leben. Ich habe vor einigen Schurken gehört, die Pokémon stehlen und Meteoriten klauen. Ja, den haben wir aber, glaube ich, wieder. So. Oh, hallo Brix. Ach, ich glaube, das ist, kann es sein, dass Brix nicht hier schon das letzte Mal gegen uns kämpft? Ich glaube schon. Es ist auch der schwächste wie Rivale von den Pokémon-Editionen, da er seinen Starter nicht voll entwickeln kann. Ich mache mir Sorgen für meinen Vater. Nein, ich kaufe keine Puppen. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Sollen wir kämpfen, um zu sehen, wer die Pokémon besser trainiert? Ah, ich werde doch nicht gegen Sapphire verlieren. Niemals! Ja, also wie gesagt, Brix ist der schwächste Rivale in allen Editionen bis jetzt. Da er erstens keine vollen 6 Pokémon hat und auch seinen Starter nicht weiter voll entwickelt. Von daher, Schwalbos gegen Camerupt. Naja, Steinhagel. Oh Gott, Doppeltin. Wieso hasse ich diese Attacke so? Ich glaube, in offiziellen Turnieren sind solche Attacken wie Sandwirbel und Doppelteam auch gar nicht erlaubt. Da die viel zu... Ach du Kacke. Ich hasse Notsituationen. So, das ist sehr effektiv. Ja, da diese Attacken einfach zu mächtig sind, sage ich mal. Kamaup wird reingesetzt. Da nehme ich Sumpex. So, Kamaup, komm. Ja, es ist absolut... Schau das an, das ist noch die erste Entwicklung. Das ist keine Stärke gegen mich. Hätte es nur ein Level trainiert, dann hätte es sich weiterentwickelt. Weil ich glaube, 33 ist das Level. Naja, egal. Raptain! Ja, gegen Raptain kämpfe ich ganz sicher nicht mit Zumpex. Da werde ich Schwalbus setzen. Zumpex hat eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Ich bin noch nicht dumm. So. Ich benutze lieber Flügelschlag. Da mir im Kampf Flügelschlag viel lieber ist als Fliegen. Flügel dauert einfach zu lang. Whelmer, okay, da kommt mein schönes, also Suis schönes Gardevoir raus. Komm, Gardevoir. Donnerblitz. Sag mal, wie viel Kämpfe gegen Brix habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe so gut wie jeden Kampf gegen Brix bestritten. Bestanden, genau. Bestanden auch. Aber ich kann mich sonst... Es waren bestimmt schon 4 Stück, wo ich ihn besiegt habe. Ach. Ach. Du hast dich stark verbessert. Das schmerzt. Und dabei hatte ich als Trainer sogar einen Vorsprung. Ja, aber trotzdem hast du nur 4 Pokémon. Ich gehe nach Hause, nach Wurzelheim. Weißt du, ich helfe meinem Vater bei einem Pokédex. Es geht ganz anständig voran und ich sollte ihm das mal zeigen. Und Sapphire, was wirst du tun? Wirst du alle Orden der Arena sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Vielleicht werde ich das auch machen. Gut, bleib am Ball. Ja, ich glaube, es war wirklich das letzte Mal, wo ich Brix sehe. Oder mit ihm kämpfe. Hallo. Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände. Vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Ja, das war ein bisschen übertrieben, aber okay. Oh, Team Magma. Hey, du da. Komm bloß nicht in die Nähe. Der Höhle, der Bucht. Warum nicht? Das geht dir nicht an. Ich als Erwachsener. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche.
Die Bucht. Okay, dann gehe ich doch da mal hin. Hopp. Was sagst du mir? Kennst du diese besondere Höhle in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation. Aber Team Magma kam und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selber naturliebendes Team Magma. Aber was sie sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Hallo? Nu? Huch, was? Wie? Ich bin doch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Oh, okay, gut. TM44. Gähn! Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Schlafe und erhole dich. Ist das Scanner? Ach, ist Erholung, okay. So. Was hat er gesagt? In der Bucht muss es irgendwas sein. Dann schauen wir mal doch mal dahin. Ich glaube, die war hier oben. Ja, genau, da drin. Und. Ein Wingull. Na toll. Oh, ich hätte vielleicht meine Pokémon davon noch heilen sollen. Na gut, egal. Jetzt gehen wir schon mal rein. Was? Wie? Was hast du mit Team Magma zu schaffen? Unser Boss ist nicht hier. Er ist dabei, sich ein U-Boot in den Nagel zu reißen. Wo er hin ist? Das glaubst du doch nicht im Ernst, dass ich dir das verrate. Okay, sagst du das Gleiche? Ja, ich glaube schon. Was? Wie? Du hast mit Team Magma zu schaffen? Und der Boss ist nicht hier, ist auf dem Weg nach... Ah, okay. Er ist auf dem Weg nach Graffiford City. Warum er dorthin ist? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir das verraten werde. Dumm. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Graffiford City. So, komm. Pokémon. Schwalboss, bringe mich in die fernen Weite nach Graffiford City. Genau, da unten war's. Yay. So, kurz mal ein Pokémon heilen. So, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Und will gar nichts für haben. Ja, komm, mach weiter. Na la la la. So, wir sind schon bei 12 Minuten. Das heißt, ich hab, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was war das hier? Ozeanmuseum. Nee, da muss ich nicht hin. Wo muss ich nach oben? Oh ja, das sieht noch was aus. Ich verstehe, ich verstehe. Sie haben eine unerschätzbare Entdeckung gemacht. Ja. Ja, genau. Wir haben vor, unsere Expedition weiterzuführen. Das ist wunderbar, Captain Briggs. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald auf neue aufregende Funde zu interviewen zu dürfen. Oh, das dumme Fernsehteam wieder. Es ist komischerweise immer nur ein einziges Fernsehteam. Naja, egal. Puh. Das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, Sapphire, gut siehst du aus. Wir haben in unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Captain Brick. Nehme ich an, Bricks. Wir von Team Magma werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was jetzt in den Plänen von Team Magma sagt. Was soll das Ganze? Sieht aus, als besitzt jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot. Jemand versucht es zu stehlen. Sapphire, bitte komm mit. Du tust mir ja so leid. All die Mühen, um mir vom Pyroberg bis hierher zu folgen. Und nun, niemand kann uns schaffen. Niemand! Oder willst du uns etwa in unser Versteck in Seegrassalp City folgen? Ja, und er geht einfach mal unter Wasser ins U-Boot. Okay. Warum? Warum sollte Team Magma mein Tiefsee-Forschungs-U-Boot 1 stehlen wollen? Sie können doch nicht etwa hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Tja. Da hast du wohl recht. So, ich fliege mal zurück und versuche Chris noch in die Höhle zu bringen, wobei ich das nicht mehr schaffen werde, glaube ich. Eine Minute noch. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Komm, lauf. Sapphire, lauf. Lauf. Hoffentlich findet sich dann Chris auch zurecht. So. Benutzt Surfer. Und da ich jetzt eh nicht mehr so weit komme, werde ich hier Schluss machen, so dass Chris
weiß, wo es weitergeht. Also in diese Richtung laufen, mein guter, mein kleiner Freund. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in 3 Folgen wieder bei Let's Play Pokémon Rubin. Diesmal nicht ganz 15 Minuten 30, aber muss ja nicht unbedingt sein. Gut, bis dann, Leute. Ciao.